Was war Ihr Tapkid, wie sagt man? Ja, Tapkid. Mein Deutsch ist nicht so sehr gut. Das kann ich übersetzen. Funktion, ne? Ja. Funktion, ist auch ein Kampf. Ich war in der Leitung von Palästina. Ja, von West, ja. Mal das tief nachdenken. Close ungefähr. Nee, das mache ich noch schnell ein bisschen warm. Habe ich einen Kaffee mit da? Den habe ich mitgebracht. 36 oder 37, also ja. Ist der ja. In Berlin oder? In Berlin. Ja, in Berlin. Ja, das Berlin war zentral das ganze Deutsche Reich. Und da war? Dazu gehört, es gab schon zu viele Abteilungsleiter, drei gab es. Ja. Es war eine sogenannte juristische Abteilung, die Herr Walbach hatte, der in Tel Aviv noch, glaube ich, heute lebt. Wer ist das? Walbach. Und aber die hatte nur spezielle technische Funktionen, also der kann zur Zeit nicht viel erzählen. Und Walter Lindenstrauß, der in Haifa vor ein, zwei Jahren gestorben ist. Aber Stadtrat in Haifa. Der hat die dritte Abteilung. War auch zeitgeschichtlich nicht so interessant. Er hatte Schüler- und Studentenzertifikate und sowas. Und ihr? Was du hattest? Ich muss mal erst nachdenken. Ja. Ich hatte die sogenannte Organisationsabteilung. Oh, ich hatte noch mehr Abteilungen. Organisation, Informationsabteilung, dazu gehörte also die gesamte Publikation, es erschienen da Bücher im Rahmen des Palästina-Amtes. Und ich habe eine Zeitschrift, ein Informationsblatt selbst geschrieben eigentlich im Wesentlichen. Kaum, dass da noch jemand sonst mitgearbeitet hat. Von dem müssten eigentlich hier in irgendwelchen Archiven noch Exemplare sein, aber ich habe heute nicht mehr im Kopf. Sie sprechen auch Deutsch? Nein. Hier ist Israel gefunden. Und das in Leobeck vielleicht? Das hindert doch nicht, Deutsch zu sprechen. No, was kann man tun? Sagt er mir. Ein bisschen versteht er auch. Von Jiddisch und der Mutter. So, dann danke. Toda. Sie haben eine weite Fahrt hinter sich. Danke. Danke, Schalakacha. Eine tolle Leistung, derartig pünktlich zu kommen nach so langer Fahrt. Der Wackerscha. Und gefunden haben Sie auch. Ja, sehr intelligent. Danke. Hier ist Butter. Hier ist Riba. Aber die Entwicklung ging anders als für die formelle Einteilung war. Ja, ja. Es ergab sich dann aus den Notwendigkeiten. Ich habe zum Schluss praktisch eigentlich sehr viel oder fast nur noch diese sogenannten Polenfälle bearbeitet, nachdem die polnischen Juden deportiert wurden. Ja. Und alles, was damit zusammenhing, ja, Menschen lassen aus den Lagern zurückholen und so weiter. Und möglichst viele hierher bringen. Ihr habt nur mit Palästina oder auch zu anderen Ländern? Nein. Für andere Länder gab es einen sogenannten Hilfsverein der deutschen Juden, war der offizielle Titel. Ja. Mit denen haben wir in guter Fühlung gestanden.
Ich habe zum Beispiel in fast täglicher Führung gestanden mit dem Sachbearbeiter des Hilfsvereins, der auch so Konzentrationslagerfälle und sowas bearbeitete wie ich. Das war ein Staatsanwalt Weißenberg. Mhm. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ich wüsste es gerne. Ihr habt auch mit dem Illegalen zusammen, die nachher... Ja, das war die sogenannte Alia B. Ja. Damit hat sich ja der Pino Ginzburg besonders... Und nachher der Frank. Mit dem habe ich auch gesprochen. Ja, mit dem bin ich sogar noch in relativen Konnex. Ja. Das ist ja hier im Kibbutz Givat Chaim, ne? Ja. Ja. Der hat uns erzählt. Du hast ja mit Vornamen Reinhold, ne? Reinhold? Ne, ist ja mit Vornamen. Ja? Ich bin der Name. Ja, ich komme gleich mit dran. Ich weiß im Moment. Mhm. Und es war so, dass mein Mann dauernd in großer Gefahr war. Mhm. Ich hatte immer zu Hause eine Liste von Leuten, von Christen im Schreibtisch liegen, an die ich mich wenden sollte, wenn Gott behüte, er in einem Gefängnis bleibt, wo er hingeht, jemanden zu sprechen oder und was so. War Deutsch und ist nichts passiert. Aber ist sie wollten helfen. Sie ja, aber die Liste wurde immer kleiner, verstehen Sie? Die Leute wagten auch nicht mehr oder sie hatten furchtbare Angst selbst. Sie würden gerne helfen, aber sie konnten nicht so. Mhm. Und es ist ihm Gott sei Dank nichts passiert. Mhm. Aber es hätte jeden Tag sein können. Und dann habt ihr auch mit Deutschen, mit den Nazis was zu besprochen, da waren sie auch rein. Haben sie gesprochen mit den Nazis und dann, das war nicht ihren... Mit den Nazis, das ist ein Ausdruck, mit dem sie vorsichtig sein sollen. Ja. Ich besinne mich nicht, dass ich hier einem Nazi begegnet bin. Nein, aber habt ihr mit den... Das Regime war Nazi, ja, aber na, mit den Regime die Menschen haben, nicht. Nein, mit dem Menschen Regime haben... Ganz im Gegenteil. Die gesamte Beamtenschaft war Anti-Nazi, kann man sagen. Kannst du mal ein bisschen zumachen, ist das nicht so Ziel? Okay. Ja. Anna, ich frage, ob Sie mit dem Regime was zu tun haben. Dauernd. Ja, die haben sich mit denen getroffen? Ja, dauernd. Ich war ja bei allen Behörden dauernd unterwegs und habe da interveniert und dort interveniert und Besprechungen. Auch Leute mit Hakenkreuz. Mhm. Und da erinnert und mussten die alle ein Hakenkreuz tragen. Die haben ihn, wenn er zu den Ämtern kam, zum Teil hereingerufen und gefragt, er hat mir das oft erzählt, wie der oder jener Kollege eingestellt ist, ob der auch hilft und oder helfen kann oder ob der, sie wussten einer vom anderen nicht, sie hatten Angst voreinander, sich zu dekouvrieren, wenn sie nicht mit dem Regime einverstanden waren. Und sehr geholfen hat meinem Mann ein, darf ich mal erzählen, ein Oberregierungsrat, der hieß Henning oder Hennig, wir wussten es nicht genau nachher, Friedrich Hennig. Und mein Mann fuhr zum Zionistenkongress nach Genf mit so einem Köfferchen und wollte zurückkommen. Und dann rückte der Krieg immer näher und die Leitung er rückt dort nicht näher, er brach aus. Bedeutete ihm, dass er, dass alle, die einen gültigen Pass hatten, nicht zurückfahren sollten. Und da blieb er in der Schweiz. Nein, die Leitung des Kongresses war sehr vernünftig. Die kannte doch die heroischen Neigungen der Funktionäre, dass jeder dann glaubte, er müsste unbedingt zu seinem Posten zurück. Und da haben sie gesagt, keiner hat über sich zu beschließen, die Kongressleitung beschließt, wer zurück soll und muss oder wer nicht darf. Und bei mir war es so, dass ich nicht zurück sollte, weil sie mir sagten, was du jetzt gearbeitet hast, das Betreuen dieser polnischen Flüchtlinge hat sich erledigt. Entweder hat es sich rausgebracht
oder die Nazis haben die jetzt ins Gefängnis gesetzt, da ist nicht mehr zu helfen. Mhm. Außerdem hatte ich sowieso noch jemanden, der mir geholfen hat und der dann die Sache weitergeführt hat, einen gewissen, auch, ich war früher Rechtsanwalt, der war auch früher Rechtsanwalt, namens Schönfeld. Der ist umgekommen. Mhm. Vor allem weiß ich im Moment nicht mehr. Und er blieb in der Schweiz mit dem kleinen Körperchen und ich in Deutschland. Und wir konnten und noch wir einige machten, Male telefonieren. Wir machten in der unter Schweiz, Kontrolle der einen Moment, wir machten in der Schweiz ein temporäres Palästinaamt in Genf auf. Ja. Und haben von dort aus noch einige Wochen gearbeitet. Bitte nehmen. Und dann waren Sie nicht mehr zurück? Nein. Nein. Nach Deutschland nicht, nein. Nein, nein. Und Sie sind da geblieben? Ich musste da bleiben, ich musste meinen Pass bekommen. Das dauerte sehr lange. Er wollte auch, dass wir unsere Sachen mitnehmen, Bücher vor allen Dingen und etwas Einrichtung. Und das waren sehr große Schikanen. Moment mal. Aber ich habe es erreicht. Einen Moment mal, etwas technisch Wichtiges. Wir waren ja gekoppelt. Ja. Wir hatten ein gemeinsames Zertifikat. Aha. Das Zertifikat galt für Mann und Frau. Mhm. Also einer allein konnte zwar fahren, aber dann wäre das Zertifikat verfallen für den Zweiten. Also ich musste das also alles musste ich abwickeln. Auf die warten. Und das war sehr schwierig und sehr langdauernd. Und die Schikanen waren natürlich größer geworden, als der Krieg ausbrach. Aber ich habe es geschafft, auch einige Sachen also einzupacken, durfte ich unter Kontrolle. Alles wurde kontrolliert, jeder Löffel, eine ganze Liste aufgestellt, was ich mitnehmen wollte, wann gekauft, wie der Wert ungefähr war, sehr schwierig. Und dann kam ein Kontrolleur in meine Wohnung, unsere damalige Wohnung, und setzte sich hin und sagte, bieten Sie mir nichts an, ich nehme nichts von Juden. Ich bot ihm auch nichts an und er kontrollierte alles. Es stimmte alles, er machte Stichproben, nicht die ganze Liste. Dann sagte er, wo ist der blaue Jumper Ihres Mannes? Okay. Ich habe gesucht, ich wusste nicht. Ein nicht wertvolles Stück, ja? Also nicht zu finden. Dann zum Schluss sagte er, ich sehe, Ihre Wohnung ist so eingerichtet, die haben nichts dazu genommen, von anderen Leuten mit rauszunehmen. Und die Sache mit dem blauen Jumper ist nicht so schwierig. Das also schön. Aber eins sage ich Ihnen. Ihr Frigidär, ich hatte einen Frigidär schon in Berlin, einen kleinen, schon in Benutzung. Der kommt nicht mit. Alles, was Maschinen ist, kommt im Krieg nicht aus Deutschland raus. Der wird nicht erlaubt. Und wir hatten einen großen Atlas, gab so große Atlanten von der Welt. Debes. André hieß er. André, Grieche. André Weltatlas. Den werden Sie nicht mitnehmen können, denn Atlanten gehen nicht raus. Gut. Und Sie bekommen Bescheid in der und der Zeit und es ist alles in Ordnung. Heil Hitler weg. Und also der war sehr anständig, relativ anständig. Und dann kam der Bescheid, der Frigidär wurde gestrichen, der Atlas wurde gestrichen. Und da ich hier ich war ausgebildete Fotografin, da ich hier fotografisch arbeiten wollte, sagte mir ein Freund, versuche doch den Eisschrank mit rauszubekommen, weil die Säuern in Palästina doch sehr schnell verderben und du einen Eisschrank brauchst, was du zum Entwickeln brauchst. Also ich stellte nochmal einen Antrag und es kam ein Kontrolleur, sich den Eisschrank ansehen und meine fotografischen Zeugnisse ansehen, dass ich wirklich Fotografin war und schrieb dann eine Genehmigung und sagte, an mir soll es nicht liegen, wenn Sie ihn nicht mit rausnehmen können. Eine Genehmigung. Eine Empfehlung. Und ich bekam die Genehmigung letzten Tag, bevor der Lift gepackt wurde. Der Lift wurde gepackt. Wir haben ihn nie bekommen, ne? Denn er ist auf der Mitte des Mittelmeers zurückgeschickt worden und beschlagnahmt worden von Hitler und Konsorten. Nein, er ist bis Triest gekommen. Oder bis Triest gekommen. Also wir haben ihn jedenfalls nie bekommen. Nie bekommen und es ging auch so. Und
Wann waren Sie raus aus Deutschland? Ich bin raus am 21. Dezember 1939, also der Krieg war schon drei, vier Monate. Und man musste seine Lebensmittelkarten abgeben. Und es war Mitte der Woche, ich fuhr an einem Mittwoch, die galt immer bis Samstag. Und ich musste an einer Stelle in unserer Stadt, im Stadtteil Charlottenburg, das abgeben, ging zu der Beamtin, die dort saß und sagte, bitte geben Sie mir doch eine Quittung, dass ich das abgegeben habe. Weil meine alte Mutter noch hier in Berlin bleibt und ich will nicht, dass sie Schwierigkeiten hat. Mhm. Ich will, dass es abgegeben, dass ich eine Bestätigung habe. Da sagte sie, ich gebe keine Bestätigung, ich darf das nicht, aber sehen Sie, hier habe ich aufgeschrieben, Frau Sarah Marietta Berger hat das abgegeben und Ihre Mutter wird keine Schwierigkeiten haben. Wo gehen Sie denn hin? Sie wissen, es müssten alle Frauen sich Sarah nennen. Ja, das kennen Sie. Also nach Palästina gehe ich und treffe mich mit meinem Mann hoffentlich in Basel und so weiter. Darauf stand sie auf, gab mir die Hand und sagte, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, bitteschön. So was gab es auch. Ja, ich verstehe. Uns ist nur sowas begegnet. Ja. Ich in meinem Taktit für die Auswanderungsstelle gearbeitet, habe nur freundliche, wohlwollende Beamte getroffen. Ich habe nicht einen einzigen Feind wie ihn getroffen. Ja? Ja. Erinnern Sie sich an Namen? Ja. Zum Beispiel? Ich hatte besonders zu tun mit dem Polizeipräsidium Berlin. Es hatte drei Abteilungen. Noch Kaffee? Nein. Kaffee? Der offizielle Titel war der Polizeipräsident. Als Juristen lernt mir der Polizeipräsident Berlin zerfällt in drei Teile. Abteilung 1, Abteilung 2, Abteilung 3. Abteilung 3 hieß das Fremdenamt. Das hatte also zu tun mit allen Nichtdeutschen. Und dazu rechneten in dieser Zeit früher natürlich nicht die Juden. Und wer war da? Und der Chef dieses Fremdenamtes war Gott sei Dank ein sehr wohlwollender Mann. Ich kann nachher erzählen, dass ich inzwischen sehr feststellte, welche Gruppe er gehörte und so. Der hieß Friedrich Henning. Mhm. Und dem sind wir noch heute in Freundschaft, in Verbindung. Ja. Und wir haben nach dem Kriege herausbekommen, wo er wohnt. Wir wussten weder den Vornamen noch wussten wir genau, heißt er Henning oder Henning. Und wir haben ihn gesucht, direkt, weil ich das Gefühl hatte, der Mann hat mir, nicht für mich, sondern für die Juden, so viel geholfen. Jetzt bei der Entnazifizierung wird er jemanden brauchen, der ihm hilft. Ja. Und wollte mich melden. War nicht möglich, ihn zu finden. Hm. Überall rumgesucht. Und dann? Nachher stellte sich heraus, er war 7 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Er war in russischer Kriegsgefangenschaft. Ja. Und es hat uns jemand, ein ganz bedeutender Mann, nach einem Prozess hier, ich glaube nach dem Eichmann-Prozess, hat uns irgendwie gehört, dass wir diesen Mann suchen. Ich habe hier irgendwo in Akten etwas gefunden über ihren Kenne. Und wir haben... Ja, der Pastor Grüber war der einzige deutsche Zeuge, der im Eichmann-Prozess aussprach. Ja, und das habe ich gelesen hier. Bitte? Das habe ich gelesen. Von Und Pastor Grüber hat den erwähnt, diesen eine. Und da wurde uns gesagt, der ist in Berlin und wir haben die Adresse bekommen. Durch Pastor Grüber haben wir Und wir haben ihm geschrieben und er war es. Und er hat sehr viel in Russland als Gefangener durchgemacht und er war jedes Jahr zu den Ferien mit dem Fahrrad in Österreich, ganz nah der Schweizer Grenze. Und da wir nach dem Krieg mehrmals in die Schweiz fuhren, haben wir verabredet, dass wir dort rüberfahren. Wir haben ein Auto in Deutschland, also in der Schweiz gehabt und sind dort rübergefahren und haben ihn gesucht und besucht und er hat sein Köfferchen gepackt. In Liechtenstein war das.
In Liechtenstein. Er ist Markensammler, ganz verrückt mit Liechtensteiner Marken. Und er ist mit uns eine Woche in der Schweiz rumgefahren, die er nicht kannte. Und die waren wie Brüder beide. In seinem Auto. Ich hatte mein Auto. In seinem Auto. Und das war furchtbar nett. In Zürich haben wir uns dann getrennt. Und dann haben wir ihn eingeladen, mit seiner Frau hierher zu kommen. Zu uns. Und das war hier? Er war nicht mit der Frau, aber mit einer 29-jährigen, sehr, sehr intelligenten Tochter kam er an und war, na, vielleicht zwei, drei Wochen mindestens bei uns. Wochen. Vielleicht drei Wochen, weiß ich nicht mehr genau. Und ich habe noch eine zweite Wohnung mit Betten. Ich habe das früher vermietet an Sommergäste und so. Und dann habe ich, da habe ich die untergebracht. Und die waren furchtbar nett. Und mein Mann hatte ein Auto auch hier. Und hat mit ihnen Ausflüge gemacht, hat ihnen das Land gezeigt und war, ja, ist eine war ganz große Freundschaft. Ich war Archäologe und hatte sowieso rumzufahren, habe ich dann auf meinen Dienstwagen mitgenommen. Mein Mann war Archäologe hier geworden. Archäologe. Und dann hat er ihnen erklärt, wie er damals gefühlt hat. Und hat wie? Was? Gefühlt hat. Haben Sie darüber gesprochen, wie er damals... Nein, damals oder noch später, wir haben dann bis heute mit ihm Fühlung gehabt. Also jedenfalls viel später haben wir gehört, dass er zu dieser Bewegung gehörte, wie hieß die? Eine Fromme. Von Pastor Krüger. Ja, das, die hatten eine Gruppe sozusagen? Ja, ja, das war eine Gruppe von Widerstandsbewegung, natürlich unterirdisch. Mhm. Also auf Basis frommen Christentums. Mhm. Und das heißt, für die Leute war das eine religiöse Aufgabe, waren echt religiöse Leute. Mhm. Dann will ich Ihnen noch etwas erzählen. Als mein Mann so plötzlich weg war, er hat doch gedacht, er kommt wieder nach dem Schweizer Kongress, hat er mit mir telefoniert und hat gesagt, du musst zu den und den Herren gehen und ihnen sagen, dass man mich nicht zurücklässt, bin in der Schweiz und dass ich mich von Ihnen verabschiede und dass ich Ihnen danke für die Hilfe, die Sie mir geleistet haben. Also ich habe gedacht, ich wäre verrückt. Verstehen Sie, ich soll da zu den Nazis gehen. Ja? Ich kannte die ja gar nicht. Mhm. Ich hatte nur, wusste die Namen. Also er hat mir die Namen angesagt und ich bin dann dahin gegangen, also klopfenden Herzens. Und einen Moment, will ich gleich, weil Sie nach Namen fragten, sonst vergesse ich es. Ein zweiter hieß Polizeimajor Merkel. Merkel. Und der hat auch geholfen? Genau. Alle haben geholfen. Was Sie? Das ganze Polizeipräsidium hat geholfen. Herr Merkel ist mir besonders in Erinnerung, weil er eines Tages, war so im Sommer, ich ging durch die sehr weiten Korridore, und weil es, da gab es ja noch keine Airconditioned um die Zeit, also hatten die Leute ihre Türen aufstehen zum Korridor. Und da rief der mich rein, ich soll mal reinkommen. Und dann sagt er, hören Sie mal, Sie sind früher ja öfter gekommen und ich habe Ihnen helfen können, Leute zu retten. Sie waren schon so lange nicht da. Kommen Sie täglich so von morgens bis abends. Ich werde in einem halben Jahr pensioniert und habe den Wunsch, in diesem halben Jahr wenigstens etwas von dem gut zu machen, was der Hitler schlecht macht. Ja, das wirklich. Das heißt, dass sie richtig helfen wollten, nur, dass sie die Leute auch rausgehen. Die haben viel riskiert damit. Ja, aber ja, sehr viel riskiert. Sehr viel. Ich sag dir, ich habe nie einen echten Nazi getroffen, sondern nur Leute, die Anti-Nazis waren. Alte Beamtenschaft in den Behörden, wo sie hinkamen, ob das Innenministerium hieß oder Polizei oder was, da saßen alte Beamte und sie konnten ungesehen damit rechnen, dass die Leute gegen das Regime sind. Ja. Darüber ist eigentlich nie geschrieben worden und ich weiß nicht, ob es anderen auch so aufgefallen ist. Das will ich, mich interessiert das sehr. Neulich hat sogar hier ein guter Freund von mir eine blöde Äußerung getan, so ungefähr. Waren ja alle Nazis. Das ist der reine Quatsch. Mhm. Ich habe nie einen Nazi getroffen. Das ist interessant. Also, ich musste zu den Leuten gehen, zu drei Leuten, musste ins Polizeipräsidium gehen und also überall mit meiner Kennkarte, ja, ich heiße so und so.
ich möchte Herrn so und so sprechen, ich jetzt weiß ich den Namen, also den Herrn Hennig und den Herrn, weiß ich, Merkel, weiß ich nicht, wenn, und dritten, ja. Und überall standen die Nazis rum und ich immer mit der Kennkarte, ich möchte ihn sprechen. Also dann wurde die Tür geöffnet, ich wurde reingelassen. Heil Hitler, sagte der Mann. Ich sagte, ich heiße Sarah Marietta Berger. Ich komme im Auftrag meines Mannes. Mein Mann ist von der zionistischen Vereinigung in der Schweiz nicht mehr zurückgekommen, auf Wunsch, weil hier für ihn nichts mehr zu tun ist. Ich komme nur, um Ihnen zu sagen, dass er sich von Ihnen verabschiedet durch mich und Ihnen alles Gute wünscht und danken lässt. Danken lässt. Und da wurden sie dann etwas persönlich, nicht sehr, denn sie, ich meine, war ja sehr... Das war eine Abhörbar. Ja, okay, ich verstehe. Und zum Schluss, also ich danke Ihnen sehr und Heil Hitler! Und dann, also ich wieder durch die Tür raus, da standen wieder zwei, waren Heil Hitler! War grässlich, also einfach gar nicht. Ja, aber der gehörte zur Bewegung von der Anti-Hitler-Bewegung. Mhm. Das wusste ich damals natürlich nicht. Nein, das wussten Sie nicht. Nein. Und können Sie mir noch ein bisschen erzählen, was sie dann getan hat in den Palästina? Nur die in Lagern waren oder auch... Ja, auch da gab es eigentlich immer zu tun. Erst war diese damals größte Polizeiaktion, die je in Deutschland stattgefunden hat. Lebten sehr viele polnische Staatsangehörige in Deutschland, polnische Juden. Mhm. Und da wurden 37.000 an einem Tage schlagartig in allen Städten in ihren Wohnungen festgenommen. Man sagt ihnen sehr höflich, sie können 10 Mark mitnehmen an Geld. War die offizielle Quote, die vom Gesetz gestattet war. Und sie dürfen sich ein paar Sachen mitnehmen, einen kleinen Koffer und sie werden deportiert. Und die waren dann in Sambunchin? Ja? Bitte? In Sambunchin? Sponjin, ja. Sponjin hieß der berühmte polnische Grenzort. Mhm. Die deutsche anschließend dort hieß Menschen, das bricht sich leicht an. Ja. Und da von denen konnten Sie doch noch frei retten, die Juden von denen? Von dort habe ich viele zurückgeholt. Ja? Ja, ja. 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 Er ist auf den Bahnhof gegangen, erinnere ich mich, ne? Und hat welche rausgeholt, die schon irgendwie auf Zertifikatlisten standen. Mhm. Aha. Ja. Ja. So habe ich den Herrn Hennig kennengelernt. Ah, ja. Es war so, also man hörte schon vorher, dass da was geplant ist und es kamen Scharen von Menschen in meine Sprechstunde, es tat sich was. Und dieses ist ein Empfangsapparat? Ah, ja. Ich habe gedacht, das ist ein Radio. Nein. Das wäre ja unhöflich, hier Radio zu machen. Ja. Auf den Tisch zu stellen. Ja, wie haben Sie ihn dann, ja, wie haben Sie ihn dann gekannt? Also es kam nicht nur einzelne Menschen zu mir, sondern es setzte sich auch in Verbindung eine Gruppe, ein Verein polnischer Juden in Deutschland hieß der. Ich habe noch ein großes Dankschreiben irgendwo von ihm. Die also die wussten schon etwas mehr, was da gespielt wird und dass da irgendwas geplant wird. Die Polen waren eigentlich die Sündenböcke in dieser Zeit, nicht die Deutschen. Die deutschen Nazis haben sich so fair verhalten, wie man sich überhaupt nur verhalten kann. Und dazu muss man ja überhaupt mal
sich wieder in diese Zeit versetzen. Die deutschen Behörden hatten einen kolossalen Respekt vor ausländischen Pässen und Ausländern. Ja. Und die Polen waren eben Ausländer, die polnischen Juden waren Ausländer und wurden lange Zeit bevorzugt behandelt, als Ausländer, nicht als Juden. Aber das interessierte dann die deutschen Behörden nicht. Der Antisemitismus war amtlich ja nur deklariert gegen die deutschen Juden und die polnischen Juden waren im Sinne der deutschen Behörden keine Juden, die waren Ausländer und wurden gut behandelt. Das heißt, sie wurden nach Polen zurückgeschickt. Ich spreche von der Zeit davor. Ja. Nun kam eines Tages Maßnahmen von den polnischen Behörden, die ihre eigenen Staatsangehörigen keineswegs so gut behandelten. Und die brachten ein Gesetz heraus und davon hörte der Verein der polnischen Juden eben schon ziemlich rechtzeitig von diesen Plänen.